Zugegebenermaßen, ich muss mal gucken, wie viele davon habe ich von Thomas aus der Einladung bekommen. Oh, mein erstes Shiny. Oh mein Gott. Was? Ja, so ein hässlicher. Oh, das ist süß. Nein, das ist nicht süß. Der muss gefährlich aussehen. Das war tatsächlich das allererste Shiny, das ich in Go gefangen habe. Und ich tippte es so an. Und das ist pink. Und ich denke mir so, was ist denn mit dem schiefgelaufen? Hasi. Ja. Das erinnert mich wieder, ja, zum pinken Weihnachtsbaum. Genau. Mein Weihnachtsbaum ist nicht pink. Deswegen, guck, was wir damit jetzt machen. Tschüss. Gibt's ein Bonbon mehr für den Professor. Das klingt gut. Und solltest du mal wirklich spontan Probleme haben, keine Ahnung, Thomas fällt tot um und Tobi ist unterwegs, dann schreibst du mich an, bevor Rätsel für Zuschauer ausfallen muss. Ich glaube, dann schreibe ich dir jeden Tag. Und nachdem du dann sagst, du bist auf Arbeit, dann schicke ich den Screen an Thomas und sag, sie kann wirklich nicht, ich habe alles probiert. Ein Ditto, guckt euch das mal an, wie sich's einfach verwandelt, dieses komische Kamel. Puh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, wie es einfach. Und jetzt ist es noch ein schlechtes, genau, aus Mexiko. Ui, Mexiko. 1510 Erfahrungspunkte, das ist schon nice. Halt's mal da rein, seht ihr ein Bein? Muss doch gucken, guck mal. Oh, guckt euch das Badewannenbild an von Pupsi. Seht ihr das? Oh mein Gott, so viel nackte Haut und nackte Beine. Boah, da muss ich gleich anschreiben und sagen, geil, darf ich auch mal. Hä, das ist... Nein, ich sehe da überhaupt nichts. Ich glaube, es hat sie gar keiner angeschrieben. Sie sagt das nur, ja, weil sie will, dass ich den Stream beende und ihr Handy gegen die Wand werfe. Guck, da hat einer geschrieben. Oh, guck. Ich habe mir jetzt übrigens eine Paulana Spezi aufgemacht. Hast du auch ein Getränk zur Hand, Julian? Raspberry You Food Drink. Keine Ahnung, was das ist, aber klingt interessant. Ich hole jetzt mal meine Kapitelbelohnung ab, ne? Das wird mir nämlich zu bunt mit euch. Hier immer mit euren Badewannenfotos. So, oh, der ist brutal, hä? Da gab es einen Kleinstein, dann gab es einen Geo-Rock. Und jetzt gibt es einen Geo... Was? Den müssen wir jetzt aber mit einer gelben Beere fangen. Ich habe vergessen, die letzte Belohnung abzuholen von dem Kapitel, glaube ich. Was könnte da denn noch drin sein? Ich meine, eigentlich ist das ja schon das Highlight. Wenn das Stück für Stück sich entwickelt und dann das Endprodukt, das Geowatz, wenn sie da jetzt nochmal einen Onyx hatten, einen Stalos, können sie noch reinpacken. Wenn sie einen Onyx hatten, jetzt einen Stalos, man kann Mega-Stalos-Energie sammeln. Aber es sind noch ein Kapitel übrig. Mal gucken. Vorhin war ja auch ein Onyx drin. Vielleicht haben wir jetzt hier ein Stalos als Encounter. Ja, es ist so ähnlich. Es ist Potrot. Da rechnest du jetzt, da sitzt so ein Megateil und dann schlängert sein Kopf. Das ist doch viel besser als Stalos. So, was haben wir jetzt hier? Oh, da sind nur noch 1000 Staub. Benny lädt einfach mal zum Raid ein. 5000. Jetzt ist ein Encounter ist noch da. Was denkt ihr? Ist das Stalos? Oder ist das was anderes? Oder ist das einfach... Was haben wir für komische... Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Also das hat man, das hat man auch das. Die waren schon alle drin in der Forschung. Jetzt sitzt ein... Wie heißt die Weiterentwicklung von Pupans? Lepumentas. Jetzt sitzt ein Lepumendas. Das Lepumendas ist das Letzte. Weil das ist... Oder vielleicht vom Hypoterus die Weiterentwicklung. Oder vom Kamaub. Das wären noch drei. Also Lepumendas vielleicht? Oder... Ich denke trotzdem, dass... Oh, Mann! Das ist doch jetzt sinnlos. Ein Onyx. Wow. Das habt ihr mittendrin schon reingewürfelt als Belohnung. Alles andere hat sich gesteigert. Und jetzt ist es wieder ein normales Onyx. Also da hätte ich wenigstens die Weiterentwicklung jetzt erwartet. Oder ein garantiertes Shiny Onyx. Aber Onyx hat ja eh eine geboostete Shiny-Rate. Also ist das jetzt nicht so...
ne? Ach, Thomas hat gewonnen, ja, der hat ja. Er hat auch nichts getippt. Ist auch ein schönes Bild für den Stream, aber ist ja jetzt nicht das. Wir haben nur dieses Hässliche hier, was total verschmiert ist, würde Naturin sagen, weil es halt so eine kleine Auflösung hatte und dann ist das so groß gezogen. Sieht halt komisch aus. Hier hätten wir eigentlich das Onyx durchschauen lassen können. Da ist der Müll. Jenny, ich glaube, das ist nur die Übersetzung von der Karten-App mit dem Opulentes-Gebäude. Da stand eigentlich irgendwas mit Bella, was ja eigentlich hübsch bedeutet. Oh, und da ist es. Thorsten, ja, ich habe dich geedit. Ich habe doch gesagt, das ist geboostet. Da muss man auch mal eins mitnehmen. Oh, nix. Glückwunsch. Rost nix. Beam Highlight, du musst noch ausrasten. Yo, there it is. Yo. Oh, ich hasse Stream Highlights mittlerweile.